Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo, ihr Harimongos und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Purpur. Shiny übernimm hier, los! Danke Drim, dass du für mich heute die Begrüßung übernommen hast. Hätte aber auch ein bisschen freundlicher sein können. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Mit dem Shining. Ja, beim letzten Mal hat unsere große Reise endlich begonnen. Ich weiß, dass die Streamer und großen YouTuber alle schon fertig mit dem Spiel sind, aber ich brauche halt ein bisschen länger als andere. Ne, mein kleiner Schlick da. Zeig ihm deinen Sternschauer. Neues Pokémon. Also, von diesem Spiel her aus, neues Pokémon. Aquaknarre sollte in der Theorie sogar weniger Schaden machen. Weil ich will es ja fangen. Perfekt. Ja, wir haben letztes Mal auch einen Picknickkorb bekommen. Haben 10.000 Aufgaben geführt, jetzt im Auftrag. Also wir müssen dieses Team Star aufhalten. Ich lese kurz vor, bevor ich weitergehe. Staralili, das Star-Pokémon. Einzeln sind sie schwach, daher bilden sie Schwärme. Werden sie jedoch so groß, zanken sie sich. Ah, wie bei Menschen. Wir müssen hier diese Herrscher-Pokémon bekämpfen für irgendwelche Gerichte. Und wir müssen natürlich die Pokémon-Liga schaffen. Bitte greift mich nicht an. Ich will mich erstmal heilen. Ach ja, und unser Krokel hat sich zu Lokroko entwickelt. So, wen holen wir denn an die Spitze mal? Ich würde sagen Pikachu. Komm, wir beide, wir tragen es jetzt aus. Heute würde ich auch gerne mal einen dieser Terra-Kristalle da mal machen. Beziehungsweise mal herausfordern. Ich weiß ja, dass da so Terror-Raids kommen. Bellino, das war nicht die beste Wahl. Bellino ist nämlich Wasserboden. Aber ich kann ja immer noch fliegen. Das war ein einfacher Kampf. Auch wenn ich einen Typen-Nachteil hatte. Bellino, Wasser? Ja, komme ich gegen an. Boden? Komplett wirkungslos mit Pikachu. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich mein Pikachu losschicken kann. Und auch, dass ich ja jetzt Miraidon auf einer Taste habe. Schade, dass es nur ein Reittier ist, momentan. Kriegst irgendwann definitiv auch als Team-Pokémon. Wir schauen uns natürlich um, ne? Wir wollen kein neues Pokémon verpassen. Wir wollen sie alle sehen. Und wir wollen auch nicht diese Voltilam-Gruppe da vorne irgendwie stören. Trassler schafft das schon. Ich glaube an meinen Trassler. Okay. Die Welt sieht interessant aus. Ich habe das Mangunio nicht gesehen. Ich würde doch nur den Pokéball hier haben. Hier gehen wir einmal hin. Ich muss meine Pokémons mal heilen von den RTK her. Außerdem brauchen wir unsere Kristallisierung wieder. Ich würde die gerne mal bei Trassler sehen. Eigentlich will ich die bei allen Pokémon einmal sehen. Wenn die da alle irgendwie speziell sind. So. Eventuell können wir auch neue TMs machen. Mal gucken.
Wir können Ausdauer herstellen. Donnerwelle können wir jetzt mit der Beutelammwolle machen. Bringt uns aber nicht so viel. Und unser neuester Freund gibt uns offenbar gar nichts hier. Man muss halt echt erst die TMs finden, damit man die herstellen kann. Ich habe mir jetzt nicht eingebildet, hier versteckt sich was. Gespenstmünze. Warte, was? Ich konnte das nicht ganz durchlesen. Da, Gespenstmünze. Dieses Material hat einem Pokémon unbewusst fallen lassen. Gespenst hortet diese Münzen eifrig. Das ist auch ein neues Pokémon, aber ich konnte es nicht fangen. Ich konnte es nur ansprechen. Okay, da ist eine neue TM. Hoffentlich. Boostkick. Jo. Es ist eine neue TM. Ich hab nichts, die hier zu bekämpfen. Also, ich hab da nichts von. Die sind weit unter mir vom Level her. Ich würde kaum XP bekommen. Warte mal, wo muss ich von der Karte her überhaupt hin? Nach dort. Zum Moldred City. Heißt, ich muss in die Richtung. Ich will den Turm da besuchen. Der sieht interessant aus. Sieht eigentlich alles interessant aus. Oh, ich kann da sogar draufklettern, soweit ich das sehe. Wir sind fast in das Pokémon reingerast. Da oben ist doch bestimmt was. Ja, eine TM. Elektroball. Das ist was Nützliches. Die kann ich jetzt auch herstellen. Also ich habe das halt auch bei den vorherigen TMs gemerkt. Wenn man die findet, kann man sie herstellen. Ist das eine Kiste? Ach, das ist dieses Pokémon-Gespenst. Säuselstimme. Ich will es nicht umbringen. Okay, es ist ein Geister-Pokémon. So, eventuell kann ich es jetzt fangen. So, Pokéball los! Gibt es auch in diesem Spiel Mimics? Autschen! Ich muss, glaube ich, noch einmal Säuselstimme einsetzen. Nein, es ist tot! Wir müssen auf das nächste Gespenst warten. Ich habe 50 Münzen bekommen. What the hell? Okay, seine Items bekommt man offenbar richtig schnell zusammen. Kann ich mit Miraidon hier einfach runterspringen, bitte? Ohne dass es mich umbringt. Ja. Ja, das kann ich. Und dann direkt in ein Zipuze. Oh, ich sitze sogar im Kampf auf Miraidon. Eichen. Hier ist die Putze fangen. Ich hab gefangen. Zirpurze, das Zirper-Pokémon.
Wenn seine zwei Antennen einander berühren, erinnert diese an den Klang eines Xylophons. Ja, schon so irgendwie. Mit Gespenst, das macht mich ein bisschen traurig, dass ich das jetzt nicht habe. Was sitzt da auf dem Stein? Das ist doch wieder dieses Gespenst. Ich wollte eigentlich Gespenst mit dem Ball abwerfen. Komm, ich will die Terra-Kristallisierung jetzt mal sehen. Also von Trassler. Einfach so ein dickes, fettes Auge da oben drauf. Haben wir das auch mal gesehen? Kann man euch einmal in der Welt finden und dann gebt ihr mir eine Münze? Wir haben Sprudel gefunden. Da vorne ist die erste Stadt, wo ein Arena-Leiter drin ist. Da ist eine TM, die sehe ich. Kraftvorrat. Ist auch nicht das Wahre. Hi! Du wirkst besonders. Du hast von Anfang an Terra auf dir drauf. Einfach, einfach ein Haus. Die hat ein Haus gefunden. Terra-Kristall-Pokémon fangen. Terra-kristallisierte Pokémon können nicht gefangen werden. Wenn du sie fangen möchtest, musst du erst ihre KP verringern und so ihr Testen ihrer Kristallisierung auflösen. Aber vom Prinzip her sind das keine speziellen Pokémon. Verstehe ich das richtig? Die sind so gesehen einfach nur dafür da, dass man mehr XP wahrscheinlich bekommt. Schlick dagegen Dicta. Jetzt werden wir sehen, welches da besser ist. Na, eigentlich schlägt da, weil es einen Typenvorteil hat. Autschen. Knarre! Okay, das war nicht so effektiv. Bitte jetzt nicht. Achso, stimmt ja, wenn es zurückschreckt, dann kann es mehr Initiative bekommen. Das hilft mir gerade nicht. Och nö, nicht schon wieder Dampfwalze. Ach, jetzt hör auf mit Erstauner. Das ist ein Teufelskreis, wenn ich so weitermache. Ich muss mit Pikachu tatsächlich rangehen, glaube ich. Weil es hat den Flug neben Typus. Dadurch bringt ihm Dampfwalze nichts. Dampfwalze ist nämlich Boden. So, Wangenruppler. Natürlich setzt du nur noch Sandwirbel ein. Warum kann ich überhaupt mit einer Elektroattacke dich treffen? Das ist so ekelhaft. Es hat halt vorher erstmal meine Genauigkeit senken lassen. Eigentlich hätte es nicht treffen dürfen wegen Flug. Beiß den jetzt. Dieses Terra-Pokémon ist ja richtig gemein.
Biss. Wäre tot, wäre es, hätte es nicht vorher mich geblendet. Jetzt kann ich es vom Prinzip erfangen, ne? Wenn ich wollte. Es ist auch wesentlich höher vom Level her. Ist ja ersetzt damit mein altes. Oh, instant. Pikachu hat jetzt keine Erfahrung bekommen. Dicta hatten wir schon mal. Das weiß ich ganz genau. Ich muss Pikachu beleben. Ja, Beleber. Da erwartet ein Pokémon-Trainer auf mich. Ich will diesen Kristall da vorne noch angreifen. Eine Serviererin, was machst du hier draußen? Du bist weit weg von deinem Restaurant. Jetzt gut, Kassler. Die Strahl. Komm, hau dich selbst. Mach ich halt nochmal Ziehstrahl. Da ist die direkt traurig. Was genau hast du jetzt geschlossen? Ach, diese ganz winzigen Pokémon, die sieht man aber auch meistens nicht, ne? Hau den weg, Trassler. So, das ist, was ich bekämpfen will. In Paldea findest du an einigen Orten funkelnde Kristalle. Wenn du diese untersuchst, kannst du dich an Terrorites versuchen und gegen starke Terror-Kristall-Pokémon kämpfen. Terrorites kämpfst mit anderen Trainern gegen mächtige Terror-Kristall-Pokémon. Wenn du offline bist, kannst du gemeinsam mit Freunden in deiner Nähe kämpfen. Und wenn du online bist, mit weit entfernten Freunden. Die verfügen über seltene Terra-Typen. Also das ist wie mit diesen Giganto-Raids damals. Das sollte ich mit Pikachu schaffen. Ich sollte es nur eventuell vorher heilen. Das wird unser erster Terra-Raid, Leute. Jo, wollte das mal drin lassen. Terrorites haben ein festgelegtes Zeitlimit, innerhalb dessen das Terrakristall-Pokémon besiegt werden muss. Eigene Pokémon, die dabei kampfunfähig werden, ja, ist wie bei dem Giganto-Raids damals. Ja, Gigantomax, jetzt Terra. So, ich mach das erstmal paralysiert. Das hilft schon mal. Und das mit dem Hintergrund finde ich geil. Ach, wir kämpfen alle gleichzeitig. Ist schon besiegt, Leute. Dann gönnen wir uns mal einen Terra-Wingul. Die Animation ist cool. Ja, genauso wie die Raids damals. Bei Sonne und Mond. Nicht Sonne und Mond, Schwert und Schild.
Okay, Leute, das war doch ein interessantes Erlebnis. Wingull hatte ich euch schon mal vorgelesen. Hier liegt nichts. Ich fahre noch eben kurz zu dem Pokémon Center da unten. Wollen unsere Pokémon hier heilen. Außerdem will ich eben kurz noch gucken, wegen den neuen TMs, was man für deren Herstellung braucht, vor allem für den Elektroball. Der Elektroball ist eigentlich eine ultra gute Technik, wenn man ein extrem schnelles Elektro-Pokémon hat. So, Fußkick hatte ich schon, braucht man Mengi-Haare. Hier, Elektroball. Pachirisuha und zwei, von denen ich das Pokémon noch nicht gesehen habe. Okay. Elektroball kann man momentan eh nur Pikachu lernen. Okay, da wissen wir da schon mal Bescheid. Wie viele Trainer habe ich verpennt? Zwei Trainer müsste ich noch in der südlichen Zone. Das mache ich aber wann anders. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß mit dem Video. Wenn ja, kennt ihr den Dreh. Abo und ein Like. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Im Übrigen hier noch so ganz nebenbei. Nächste Woche wird es kein Pokémon geben. Auch kein Xenoblade oder Rabbids. Nächste Woche wird eine komplette Shin Megami Tensei Woche. Das will ich auch nochmal eben kurz euch mitteilen. Dass ihr da Bescheid wisst. Aus dem guten Grund, es sind nur noch 5 Folgen übrig. Das sind die letzten 5 Folgen, die habe ich schon längst aufgenommen. Und ich will das Projekt halt einfach mal endlich abschließen. Deswegen gibt es nächste Woche nur den Megami, damit ihr Bescheid wisst. So, jetzt aber wirklich. Ciao und bis zum nächsten Mal.